Ich spreche heute Abend erstens von der Ideologie des Neoliberalismus, zweitens von ihrer Verurteilung durch die Kirchen, die Reformierte wie die Katholische. Ich frage jeweils auch, warum wir so wenig von dieser Verurteilung hören. Und natürlich möchten wir wissen, ob die Kirche sich auch schon mit Alternativen zu diesem neoliberalen System befasst hat. Ich habe mir erlaubt, zum Titel Folgendes hinzuzufügen. Titel: Warum verurteilen die Kirchen den neoliberalen Sozialismus, Klammer, wenn sie es denn tun, und wenn nein, warum nicht? Also, was ist dieser neoliberale Kapitalismus überhaupt? Am WEF 1996 in Davos hat Hans Tietmeyer, schon lange wieder vergessen, der war damals der Chef der Deutschen Bundesbank, er also hat den anwesenden Regierenden in Davos zugerufen: Von nun an stehen Sie unter der Kontrolle und Herrschaft der Finanzmärkte. Sean Ziegler berichtet von lang anhaltendem Beifall der anwesenden Staatsmänner und Staatsfrauen in irgendeiner, ich weiß nicht, masochistischen Anwandlung haben sie sich selbst entmachtet und mit der Kapitulation der Politik vor diesem globalen und totalen Markt eigentlich auch sind sie das größte Systemrisiko eingegangen. Aber nein, die Leute, die haben gejubelt. Auch Gerhard Schwarz, Wirtschaftsredaktor der NZZ, heute Chef von Avenir Suisse, schwärmte damals vom internationalen Kapital, das rund um den Erdball auf die Suche nach dem besten Wirt geht, das weltweit vergleicht und evaluiert und das gerade aus seiner Heimatlosigkeit Effizienz und Schnelligkeit schöpft. Kleine Klammer, ich habe den Text meines Referates 20 Mal gedruckt, ich kann es Ihnen abgeben, soweit Sie sich interessieren, denn es hat ein paar zitierfähige Zitate darunter, die müssen Sie sich nicht extra merken oder notieren. Gut, in der Folge wurden täglich 2 Billionen Dollar mit Lichtgeschwindigkeit um den Erdkreis verschoben, davon bedienten gerade mal 5%. Die Realwirtschaft. Diese Finanzblase, die da entstehen musste, die musste auch früher oder später platzen. Wir erinnern uns, Anlass dazu war die Pleite von Lehman Brothers, September 2007. Ursache dieser Pleite, die sogenannte Subprime-Krise in den USA, die wiederum zustande kam, weil die schwindenden Einkommen durch billige Kredite kompensiert wurden. Das Vertrauen war dahin, auch zwischen den Banken. Regierungen und Notenbanken pumpten Billionen in die Finanzmärkte. Eine zynische Finanzelite dankte es dem Steuerzahler, indem sie mit seinem billigen Geld umging, als ob nichts gewesen wäre. Der Spiegel schrieb im November 2009, die alte Gier ist wieder da und die Hybris auch. Das Magazin zitierte den Chef von Goldman Sachs: Ich bin bloß ein Banker, der Gottes Werk verrichtet. Inzwischen haben wir eine Wirtschafts- und Verschuldungskrise. Die Europäische Zentralbank überschwemmt die Banken mit einer alles in allem Billion Euro zu einem Zinssatz von 1% in 3 Jahren. Die Problemländer müssen sich aber nicht bei dieser Zentralbank verschulden, sondern bei diesen Banken, und zwar zu 7, 8 und mehr Prozent. Über die Bonität von Staaten und Banken entscheiden nicht die Völker, sondern die privaten Ratingagenturen. Was mit Griechenland passiert,
Was insbesondere mit den Armen in diesem Land passiert, das schreit zum Himmel. Natürlich hatte die Finanzkrise auch die Hungerkrise verschärft. Im Oktober 2009 überschritt die Zahl der Hungernden in der Welt erstmals die Milliardengrenze. Wir sitzen aber auch gegenüber der Natur auf nicht weniger faulen Krediten und es ist daher sehr zynisch, wenn die Finanzkrise gegen die Umweltkrise ausgespielt wird, zuerst die Finanzen ins Lot bringen und dann vielleicht auch noch etwas für die Umwelt tun. Hat mal einer gesagt, wäre die Natur eine Bank, die Staaten hätten sie schon längst gerettet. Herr Steinbrück hat am Ende seiner Amtszeit als Finanzminister gefragt, ist dieses System eigentlich das, was unsere Gesellschaft noch zusammenhält? Oder fliegt uns das Ganze auseinander? Den Bankern hat der Genosse Raubein gesagt, wenn sie nicht wollen, dass ihnen die Autos angezündet werden, dann müssen sie auf das Gemeinwohl achten. Die Frage ist, warum die Banker das nicht tun, warum sie so verstockt sind wie der Goldman Sachs-Chef, der sich im Einklang mit Gottes Wort wähnt. Und damit nähern wir uns der ideologischen Ursache dieser Krise, dem Neoliberalismus. Die Krise hinter allen Krisen ist nach meinem Dafürhalten eine moralische, die aber durch eine Ideologie sich rechtfertigt oder gerechtfertigt wird, eben die Ideologie des Neoliberalismus, die Markt, Kapital und Profit über alles setzt, es gewissermaßen totalisiert und dadurch auch totalitär wird. Tina, there is no alternative, sagte Weiland Lady Thatcher. Dasselbe meint der Begriff Marktwirtschaft ohne Adjektive, also ohne ökologische oder soziale Adjektive, die von Gerhard Schwarz bis zu Tschechiens Václav Klaus gebetsmühlenartig vertreten werden. Eine Marktwirtschaft, die sich den Kriterien des sozialen oder ökologischen entzieht, setzt sich selber absolut. Das macht sie fundamentalistisch, das macht sie undemokratisch, das macht sie im Konfliktfall auch gewalttätig. Sie verstößt gegen das erste Gebot und wird selbst zum Götzen. Götze Markt hieß der Titel eines befreiungstheologischen Buches von Franz Hinkelammert und Hugo Assmann, das schon 1992 erschienen ist. There is not such thing as society, war der zweite berühmte Satz von Lady Thatcher. Es gibt nicht so was wie Gesellschaft. Wenn es das stimmt, dann gibt es nur noch Individuen. Dann gibt es auch kein Gemeinwohl. Dann gibt es nur noch Eigennutz. In der Tat, dieser Neoliberalismus verteufelt alles Soziale, dass der Markt Grenzen setzen könnte. Soziale Gerechtigkeit gibt es nicht, sagt der Begründer oder prominenteste Theoretiker dieses Neoliberalismus, Friedrich August von Hayek. Soziale Gerechtigkeit sei ein Schlagwort des Sozialismus. Hayek griff die kirchliche Sozialethik frontal an, denn sie habe ein himmlisches Versprechen der Gerechtigkeit durch ein weltliches ersetzt. Im Klartext, die Kirche darf schon von Gerechtigkeit sprechen, sofern sie den Leuten sagt, aber die Gerechtigkeit, die ist dann erst im Himmel vorhanden und nicht schon auf dieser Welt, die lassen wir im Argen, die Neoliberalen werden es schon richten. Auch Gerhard Schwarz sagt, Gerechtigkeit habe nichts zu tun mit einem Ausgleich der großen
Einkommens- und Reichtumsunterschiede, eine St. Martins-Ethik des Teilens, wie er das nennt, habe zur Folge, dass am Schluss nur alle arm seien. Es brauche auch keine AHV, da 95% unserer Bevölkerung selbst in der Lage wären, sich für die Zukunft abzusichern. Die einzige Ausnahme, wo die Neoliberalen sich erlauben, von Gerechtigkeit zu reden, betrifft Respekt vor dem Privateigentum und Vertragstreue, also diese beiden individuellen Tugenden, die natürlich für das Funktionieren des Marktes notwendig sind. Darum auch der kategorische Imperativ, Schulden immer zu bezahlen, auch dann, wenn der Schuldner zugrunde geht. Und auch die gute alte Solidarität ist nicht mehr, was sie einmal war, denn sie wird an den Markt delegiert. Ein deutscher Ökonomieprofessor namens Hermann Sauter erklärte schon 1995, übrigens in der ökumenischen Rundschau in Deutschland, hören Sie gut zu, der Markt sorgt in objektiver Weise für Solidarität, auch wenn die Einzelnen das gar nicht so empfinden. Die unsichtbare Hand des Adam Smith macht es möglich, da sie die Interessen der wirtschaftenden Subjekte immer wieder ins Gleichgewicht bringt. Diese Interessen mögen noch so egoistisch motiviert sein, sie dienen letztlich dem Gemeinwohl. So werden private Laster zu öffentlichen Wohltaten, wie Smiths Zeitgenosse Mandeville in seiner Bienenfabel schrieb, Private Vices, Public Benefits. Oder mit den Worten von Keynes, der nach der Weltwirtschaftskrise 1929 meinte, der Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen Überzeugung, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden. Zugespitzt also sagt es der Neoliberalismus, und ich habe nicht karikiert, ich habe zitiert, zugespitzt sagt er wohl, Habgier ist gut, Teilen ist schädlich. Exzessive Boni oder Eigenkapitalrenditen von 20 und mehr Prozent sind nicht eine Entgleisung des Systems, sondern dessen Konsequenz. Die Verurteilung durch die Kirche. Sie haben allen Grund, die Götzen Markt und Mammon beim Namen zu nennen und zu verurteilen. Sie tun es auch mit verschiedenen Ansätzen und Theologien. Die Reformierte mehr prophetisch-biblisch, die Katholische mehr naturrechtlich-sozialethisch. Und darum möchte ich auch die Stellungnahmen dieser beiden Kirchen hier getrennt behandeln und eben diese Pause einschalten, nachdem ich euch berichtet habe, wie das in der reformierten Weltgemeinschaft aussieht. Können wir diskutieren und wenn wir dann vielleicht nicht mehr alles, was die katholische Kirche dazu im Laufe der letzten 100 und mehr Jahre geschrieben hat, miteinander behandeln können, dann wie gesagt, könnt ihr das auch noch in meinem Text nachlesen. Also zur Entwicklung in der reformierten Weltgemeinschaft. Die reformierten Kirchen, muss ich vorausschicken, waren bis vor kurzem entweder im reformierten Weltbund oder im reformierten ökumenischen Rat zusammengeschlossen. 2010 haben diese beiden weltweiten Vereinigungen sich zur Weltgemeinschaft reformierter Kirche zusammengetan. Aber die treibende Kraft noch hinter der Verurteilung des Neoliberalismus war bis anhin der reformierte Weltbund. Er hat 2004 in Accra, Ghana, einen Bund für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit verabschiedet, der nun wirklich den Neoliberalismus beim Namen nennt und auch sagt, was das für die Kirche bedeutet.
Das Dokument von ACFA sucht nach Antworten auf die Frage, ob die Ideologie, die Markt und Kapital absolut setzt, mit dem Evangelium vereinbar sei. Die reformierten Kirchen kennen für die Unvereinbarkeit eines Systems oder einer Ideologie mit dem Evangelium den Begriff des Status Confessionis. Dabei geht es um das klare Bekenntnis in einer Situation, in der das Kirchesein der Kirche auf dem Spiel steht. So war es 1934 bei der Barmer Erklärung gegen den Nationalsozialismus. Und so hat der reformierte Weltbund auch 1982 in Ottawa das Apartheid-Regime verurteilt. 1995 kamen reformierte Kirchen aus Südafrika in einer Konsultation in Kitwe, Sambia, auf den reformierten Weltbund zu und forderten ihn auf, Ungerechtigkeit und Naturzerstörung in der heutigen Weltwirtschaft ebenfalls zum Status Confessionis zu erklären. 1997 hat sich dann der reformierte Weltbund im ungarischen Debrecen versammelt, hat dort zwar nicht den Status Confessionis ausgerufen, sondern einen Prozessus Confessionis eingeleitet. Das heißt, ein Prozess, der dann allenfalls nach den notwendigen Überlegungen in einer Status Confessionis einmünden könnte. Sie nannten das einen verbindlichen Prozess der wachsenden Erkenntnis, der Aufklärung und des Bekennens bezüglich wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und Naturzerstörung. Die Folge war eben dieser Bund für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit. Das Dokument enthält zunächst eine eindrückliche, ja prophetische Deutung der Zeichen der Zeit. Zitiere, die Zeichen der Zeit sind alarmierender geworden und bedürfen der Interpretation. Die tieferen Wurzeln der massiven Bedrohung des Lebens sind vor allem das Produkt eines ungerechten Wirtschaftssystems, das mit politischer und militärischer Macht verteidigt und geschützt wird. Wirtschaftssysteme sind eine Sache von Leben und Tod. Das Dokument verweist auf die gewaltige Kluft zwischen Arm und Reich und auf den Hunger in der Welt. Es sagt, wir leben in einer skandalösen Welt, die leugnet, dass Gottes Aufruf zum Leben allen Menschen gilt. Das sei nicht der Fall, wenn das Jahreseinkommen des reichsten 1% demjenigen der ärmsten 57% entspreche. Und wenn Zehntausende jeden Tag an den Folgen von Armut und Unterernährung sterben müssen. Das Dokument vergisst auch nicht, dass die Mehrheit der armen Frauen und Kinder sind. Es beklagt die Opfer von vermeidbaren Krankheiten, weil den Ärmsten nicht einmal Generika zur Verfügung stünden. Hinzu kommt die Zerstörung der Natur. Das wird alles im Einzelnen analysiert. Ich kann das hier nicht so konkret zusammenfassen. Diese Krise, heißt es weiter, steht in direktem Verhältnis zur Entwicklung der neoliberalen wirtschaftlichen Globalisierung. Die neoliberale Ideologie sage, ungehinderter Wettbewerb, schrankenloser Konsum, ungebremstes Wirtschaftswachstum und Anhäufung von Reichtum ist das Beste für die ganze Welt. Das System werde von einem Imperium verteidigt. In diesem konzentrierten sich wirtschaftliche, kulturelle, politische und militärische Macht zu einem Herrschaftssystem
unter der Führung mächtiger Nationen, die ihre eigenen Interessen schützen und verteidigen wollen. Also man hat das ACFA sehr übel genommen, dass die dann plötzlich von einem Imperium sprechen und auch noch andeuten, wer da gemeint sein könnte. Aber ich muss schon sagen, selbst zur Zeit von US-Präsident Bill Clinton gab es für die Außenministerin Madeleine Albright einen Sonderberater, der hieß Thomas Friedman, und der sagte, die unsichtbare Hand des Marktes wird ohne sichtbare Faust nicht funktionieren. Und die sichtbare Faust, die die globale Sicherheit der Technologie von Silicon Valley verbirgt, heißt US-Armee, US-Luftwaffe, US-Kriegsmarine, US-Marinekorps. Für den reformierten Weltbund unannehmbar ist die Ideologie, die hinter dieser unsichtbaren Faust und unsichtbaren Hand steht. Zitat, diese Ideologie, die von sich behauptet, es gäbe zu ihr keine Alternative, China, verlangt den Armen und der Schöpfung unendliche Opfer ab und verspricht fälschlicherweise, die Welt durch die Schaffung von Reichtum und Wohlstand retten zu können. Sie tritt mit dem Anspruch auf, alle Lebenssphären beherrschen zu wollen und verlangt absolute Gefolgschaft, was einem Götzendienst gleichkommt. Und nun kommen die beiden entscheidenden Sätze. Wir glauben, dass die Integrität unseres Glaubens auf dem Spiel steht, wenn wir uns gegenüber dem heute geltenden System der neoliberalen wirtschaftlichen Globalisierung ausschweigen oder untätig verhalten. Darum sagen wir Nein zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung, wie sie uns vom globalen neoliberalen Kapitalismus aufgezwungen wird. Also die Identität und Integrität unseres Christseins steht in Frage, wenn wir uns gegen diesen Götzenmarkt nicht zur Wehr setzen. Ist das nun der Status Confessionis? Wenn das Dokument zögert, diesen Begriff zu verwenden, dann weil die Alternativen zum bestehenden System eben doch noch wenig klar oder gar erprobt sind. Ich war bei der Verurteilung des Apartheid-Regimes in Südafrika, war die Alternative klar. Gegen Apartheid heißt One Person, One Vote. Eine Person, eine Stimme. Demokratie ohne Diskriminierung. Das war eine klare Alternative. Aber wie sieht es aus, wenn es darum geht, die Zukunft im Sinne wirtschaftlicher und ökologischer Gerechtigkeit zu entwickeln? Gibt es diese Visionen schon? Und wenn es Visionen sind, sind sie so konkret, dass sie auch schon praktikabel sind? Also das ist der Grund, warum ACFA zögert, hier auch schon den Status Confessionis zu proklamieren. Milan Okruczynski, der war Generalsekretär des Reformierten Weltbundes und hat vor allem in Debrecen noch mitgewirkt, und er sagte mir einmal, ja, wir können diesen Status Confessionis noch nicht erklären, aber was wir hier sagen, das befindet sich alles im Magnetfeld des Status Confessionis. War übrigens auch ein religiöser Sozialist, der Milan Okruczynski. Ich hatte großen Respekt vor diesem reformierten Weltbund, dass eine Persönlichkeit wie er an der Spitze stand. Er ist 2007 gestorben. Aber nun, wenn schon der Status Confessionis nicht erklärt werden kann, dann verpflichtet nichtsdestoweniger dieses ACFA-Dokument die Mitgliedskirchen nun ihrerseits nach Alternativen zu suchen
unsere Zeit und Energie darauf zu verwenden, die Wirtschaft und die Umwelt zu verändern, zu erneuern und wiederherzustellen, auf das wir und unsere Nachkommen leben können. Die Generalversammlung ruft also den Mitgliedskirchen, das war also auch die Kirche Schweiz und die Kirchen Schweiz, auf, die nicht ganz einfache prophetische Aufgabe zu übernehmen, ihren Ortsgemeinden den Sinn dieses Bekenntnisses zu vermitteln und zu interpretieren. Also die Leute in Accra waren sich bewusst, da kommt einiges auf uns zu, wenn wir das, was in diesem Dokument steht, nun auch den Mitgliedskirchen von allen im westlichen Teil der Welt vermitteln sollten. Der reformierte Weltbund wusste vor allem, dass man ihm vorwerfen würde, mit seiner Kritik am Neoliberalismus die Einheit der Kirche aufs Spiel zu setzen. Darum sagt Accra Nein zu jedem Versuch, im kirchlichen Leben Gerechtigkeit und Einheit voneinander zu trennen. Dieses Nein ist auch ein Ja. Zum Beispiel zu dem, was im offenen St. Jakob hier geschieht. Und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, oder, dass eine Gemeinschaft oder eine Kirche, die hier im offenen St. Jakob auch sagt, auch weiß, hinter dem, was wir machen, steht immerhin die reformierte Weltgemeinschaft der Kirche. Diese hat nämlich inzwischen, also die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen, hat inzwischen dieses Accra-Dokument sich voll zu eigen gemacht. 2010 bei der Vereinigung haben sie gesagt, die Zeichen der Zeit, wie sie Accra deuten, seien durch die Finanz- und Schuldenkrise, die weiter zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich und das Scheitern des Klimagipfels in Kopenhagen mehr als bestätigt worden. Accra hat auch noch Aktionsplan verabschieden. Dieser verlangt von der Mitgliedskirche die Geschlechtergleichheit. Er legt ihnen nahe, ihren Anteil ethischer Investitionen zu erhöhen, und zwar in den nächsten 4 Jahren um mindestens 20%. Das war 2005. Es gäbe da einige Argumentationshilfe für Vorstöße an Synoden und Kirchgemeindeversammlungen. Auch den Regierungen werden in diesem Aktionsplan Forderungen auf den Tisch gelegt, vom Kyoto-Protokoll bis zum Millenniumsziel der Halbierung der Armut, und zwar durch faire und ausreichende Steuereinnahmen, dass Steuerhinterziehung als kriminelle Wirtschaftsaktivität gilt, wäre ja eigentlich aktueller denn je. Antizyklisch auch die Forderung nach einem Verbot der Privatisierung von Land, Nahrungsmitteln, Wasser, Gesundheit, Ausbildung. Und besonders aktuell wäre das in diesem Aktionsplan geforderte Insolvenzrecht für Staat. Denken Sie an Griechenland. Man verlangt die Lösung der systembedingten Verschuldung und ein faires Verfahren für Schuldenerlassung. Nun, wie wurde dieses Accra rezipiert oder eben nicht rezipiert in der real existierenden Schweiz oder Kirchenschweiz? Sie werden sich vermutlich auch schon gefragt haben, warum Sie so wenig von diesem Dokument in ihren Kirchen gehört haben. Ehrlich gesagt, das Ganze war für mich ein Trauerspiel. Einzig die Kirchenleitung Bern-Jura-Solothurn hat sich ernsthaft für die Globalisierung der Gerechtigkeit eingesetzt, in einer lesenswerten Denkschrift des Synodalrates, ging zwar nicht ganz so weit in der prophetischen Schärfe wie Accra, aber immerhin. Es war doch etwas. Geradezu peinlich berührte die Art und Weise, wie in der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Zürich
das ACRA-Dokument madig gemacht wurde. Ein Zürcher Berater der Kirchenbundsdelegation in ACRA schrieb, er schäme sich der Papiere und der Zustimmung der Delegierten in ACRA. Er schämt sich für dieses Papier, das ich euch vorhin zusammenfassend vorgetragen habe. An der Synode der reformierten Kirche durfte er übrigens als einziger Berichterstattung machen über ACRA und führte dabei aus, diese Erklärung sei schlicht ideologisiert und unbrauchbar. Den Weltbund, den ich in ACRA live erlebt habe, brauchen wir nicht. Es waren nicht alle so ganz begeistert von diesem Auftritt und Rüdi Reich hat mir dann erlaubt, sämtlichen Synodalinnen und Synodalen das Heft der neuen Wege zu schicken oder schicken zu lassen über die Administration der Synode, indem wir dieses ACRA-Dokument abgedruckt und auch kommentiert haben. Immerhin das. Ich habe auch bei der gesinnungsverwandten religiös-sozialen Synodenfraktion angeklopft. Was tut denn eigentlich ihr mit dem ACRA-Dokument? Und dann habe ich von der Präsidentin einen liebenswürdigen Brief erhalten, in dem es dann unter anderem hieß, die höchst aktive und anspruchsvolle Zeit in der Synode, Klammer Teilrevision Kirchenordnung, brachte viele unserer Fraktionsmitglieder zeitlich ans Limit. Die Bereitschaft, sich weitere Aufgaben aufzuladen, ist im Moment nicht gegeben. So werden die Prioritäten gesetzt. Überaus freundliche Briefe hat die Leitung der Kirchen bei der Appenzell geschrieben. Darin wurde gesagt, wie wichtig die Stellungnahme von ACRA sei, aber um sich damit vertieft auseinanderzusetzen, fehlten der Kantonalkirche die Grundlagen. Auf die Frage, ob nicht wenigstens das offizielle Kirchenblatt Magnet, heißt es, sich damit befassen könne, lautete die Antwort, das Thema sei halt kompliziert und komplex und müsse für den normalen Kirchenbürger verständlich dargestellt werden. Es müsse auf die Appenzeller Verhältnisse heruntergebrochen werden. Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund seinerseits hat dem ACRA-Papier vorgeworfen, es müsse Ausschluss und Schismen erzeugen. Eben die Einheit ist gefährdet, wenn man den neoliberalen Kapitalismus kritisiert. Der Kirchenbund machte auch Schadensbegrenzung nach dem Motto, es muss etwas geschehen, damit nichts passiert. Das Resultat war ein Basisdokument Globalance, hieß das. Es enthält im Einzelnen gute Vorschläge zu mehr Steuergerechtigkeit, zur Bekämpfung der Armut, bis zum Menschenrecht auf Wasser. Aber es fehlt die Kritik am Steuerhinterziehungsgeheimnis. Es dominiert auch hier diese unevangelische Angst, bürgerlich unmöglich zu werden. Und damit habe ich den ersten Teil, wie sich die reformierten Kirchen zum neoliberalen Kapitalismus verhalten. Die Soziallehre der katholischen Kirche ist in der Ablehnung des neoliberalen Kapitalismus eigentlich genauso dezidiert wie dieses Dokument von ACRA. Ich beziehe mich auf die wichtigsten sozialen Zykliken. Also die allererste war 1891, die ist für mich nicht so bedeutend. Bedeutender ist Quadragesimo Anno, das heißt zum 40. Jahr von Rerum Novarum ist die rausgekommen, das war 1931. Und dann gab es noch 1987 eine bedeutende von Johannes Paul II. Über die soziale Sorge der Kirche, Solicitudo Rei Socialis, die sich alle sehr intensiv mit diesem Neoliberalismus auseinandersetzen. Für die katholische Kirche ist der Neoliberalismus insofern ein Déjà-vu, als sie natürlich bereits schon
zu Beginn des letzten Jahrhunderts einen Liberalismus kannte, einen Wirtschaftsliberalismus, den sie als ungehemmten Liberalismus bezeichnete. Und wenn ich dann euch vorlese, was damals gesagt wurde, dann kommt das euch auch wieder wie ein Déjà-vu, nämlich seltsam vertraut vor. Johannes der 23. hat einmal zusammenfassend diesen alten, ungehemmten Liberalismus charakterisiert in Madrid Magistra mit den Worten. Also er schildert ihn: Alles ergibt sich zwangsläufig aus dem Wirken der Naturkräfte. Es besteht kein Zusammenhang zwischen Wirtschaftsgesetzen und Sittengesetzen. Einziger Antrieb des wirtschaftlichen Schaffens ist der persönliche Eigennutz. Oberstes Gesetz, das die Beziehung zwischen den wirtschaftlich Schaffenden regelt, ist der schrankenlose freie Wettbewerb. Kapitalzins, Preise von Waren und Dienstleistungen, die Höhe von Gewinnen und Löhnen bestimmen sich rein mechanisch nach den Marktgesetzen. Der Staat hat sich jeder Einmischung in das Wirtschaftsgeschehen zu enthalten. Also, alles schon gehabt. Johannes der 23., der Papa Buono, wie er damals genannt wurde, sagte auch, dass ein Wettbewerb, wie ihn die sogenannten Liberalen wollen, ganz und gar unvereinbar ist mit der christlichen Lehre, ja mit der menschlichen Natur. Ist auch so viel wie Status Confession. Nachfolger Paul VI. Wiederholt dieses Verdikt über den ungehemmten Liberalismus, das ist die Populorum Progressio ab 1967. Liberalismus, in welchem der Profit der eigentliche Motor des wirtschaftlichen Fortschritts, der Wettbewerb das oberste Gesetz der Wirtschaft, das Eigentum an den Produktionsmitteln ein absolutes Recht ist. Johannes Paul II. Hat eine hochinteressante Enzyklika geschrieben, Laborem Exercens, 1981. Deshalb interessant, weil er mit dieser Enzyklika die damalige polnische Gewerkschaft Solidarność unterstützen wollte, für die Würde der Arbeit, ich komme auf die noch gerne zurück. Aber er sagt, dieser ungehemmte Liberalismus, diese schon etwas altmodisch gewordene Verirrung des noch in seinen Anfängen steckenden Kapitalismus und Liberalismus kann sich auch unter anderen zeitlichen und örtlichen Umständen wiederholen. Also er ahnt bereits, dass dieser ungehemmte Liberalismus wieder am Kommen ist, 1981. Man müsse diese Verirrung theoretisch und praktisch restlos überwinden. Restlos hätte man es doch getan. In einer weiteren Enzyklika, eben Solicitudere Sociale 1987, sagte, dieser Liberalismus sei krasser Materialismus, Götzendienst, genau wie Acker, Götzendienst. Die Enzyklika spricht auch von Strukturen der Sünde. So sei insbesondere Gier nach Profit nicht nur ein persönliches Fehlverhalten, sondern auch Ursache und Folge von Strukturen, die das kapitalistische System geschaffen habe. Also, Bankgeheimnis zum Beispiel, sündige Struktur, behaupte ich. Einerseits, also ich spreche jetzt vom Steuerhinterziehungsgeheimnis, einerseits kann ich damit dem Staat die Steuern hinterziehen, die Klammer Gier, nicht? Wenn ich das möchte, nicht, dann hilft mir dieses Bankgeheimnis. Es wird dadurch von der Interessenlage der Leute her auch gestützt, aber es wirkt seinerseits wiederum auf dieses Fehlverhalten der Leute zurück. Der Staat duldet es ja nicht. Wie hat da der Thielemann von St. Gallen gesagt? Fehlendes Unrechtsbewusstsein. Ja, das ist die Situation. Also Strukturen der Sünde kommunizieren
mit individuellem Fehlverhalten werden durch dieses produziert und von diesem auch wieder reproduziert. Also was die Neoliberalen in ihren Marktmechanismen als Sachzwänge definieren, das betrachtet diese Sozialethik als Struktur der Sünde. Das ist ja schon höchst spannend. Nicht? Johannes Paul II. Sagt einmal, diese Mechanismen, die weltweit dazu führen, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer zahlreicher werden, Erben können sie ja nicht mehr werden, wenn sie nichts mehr haben. Nicht? Diese Mechanismen sind Strukturen der Sünde. Aber für die anderen ist das die Natur der Normalfall. Interessanterweise ist auch das nicht neu. 1831 war der Lesima Anna, hat auch schon gewarnt von jener unstillbaren Gier nach Reichtum an irdischen Gütern. Diese Gier habe es zwar schon immer gegeben, aber in der heutigen Wirtschaftsweise werde der menschlichen Schwachheit ganz besonders zahlreiche Gelegenheit zum Fall geboten. Unter anderem hat er dabei auch an diese Aktiengesellschaften gedacht, die damals diese riesige Kapitalpumpe bildeten und natürlich enorm zum Wirtschaftswachstum beigetragen haben und zur Bereicherung, weil im Grunde genommen diese alte Soziallehre, wie der alte Calvin, beim persönlichen Eigentum haften geblieben ist. Das war denen sehr suspekt. Also, und nun dieser ungeregelte Markt, 1931, sagt dieser Papst, das ist Pius XI. Weiter, dieser ungeregelte Markt fordert vom wirtschaftlichen Menschen dauernd die höchste Anspannung seiner Kräfte. Wie wahr? Dadurch sind viele Gewissen so abgestumpft, dass ihnen zum Geldverdienen jedes Mittel gut genug ist. Die Leichtigkeit, im ungeregelten Markt Gewinne zu machen, lockt viele, die nur ein Ziel haben, möglichst mühelos und bequem zu beginnen und ihre Beutegier zu befriedigen. Also, durchaus modern, auch wenn wir heute etwas vornehmere Ausdrücke brauchen. Interessant ist auch die Auseinandersetzung mit dem Finanzkapitalismus. 1931, dieser Pius XI. Sieht die Zusammenballung einer ungeheuren Macht und wirtschaftlichen Diktaturgewalt in den Händen einiger weniger Herren, die zumeist nicht einmal Eigentümer, sondern lediglich Treuhänder und Verwalter anvertrauten Gutes sind, über das sie mit geradezu unumschränkter Machtvollkommenheit verfügen. Sie beherrschen den Blutkreislauf des ganzen Wirtschaftskörpers. Das Lebenselement der Wirtschaft ist derart unter ihrer Faust, dass niemand gegen ihr Geheiß auch nur zu atmen wagen kann. Und Paul VI. In Populorum Progressio zitiert diesen Vorgänger Pius den 11. Er sagt nämlich, eben der ungehemmte Liberalismus sei die Ursache, hören Sie gut zu, des finanzkapitalistischen Internationalismus oder des Imperialismus des internationalen Finanzkapitals. Das sagt weder Trotzki noch Lenin. Das sagt Pius XI. Und in seiner Nachfolge Paul VI. Also in Bezug auf diese Verurteilung des Neoliberalismus herrscht völlige Klarheit. Und ich wundere mich ja immer wieder, wie so unter dem hohen C politisierende Menschen, von dem allen keine Ahnung haben. Ich habe mal im Kantonsrat gesagt, die CVP unterscheidet sich vom Neoliberalismus nur dadurch, dass sie ihn auch noch für christlich hält. Ja, soll ich noch mehr sagen? Ja, es
Das Interessante ist, dass diese Soziallehre jetzt im Gegensatz zu ACRA auch zaghaft Systemalternativen aufzeigt. Also es gibt den Vorrang des Menschen vor dem Profit, aber auch den Vorrang der Arbeit vor dem Kapital, der ist besonders interessant und systemsprengend, und natürlich des Gemeinwohls vor dem Markt. Vorrang des Menschen vor dem Profit, das ist an sich eine lapidare Selbstverständlichkeit. Die Wirtschaft muss den Menschen dienen. Ich habe dieses Plakat mal in Davos gesehen, von den Davoser, der Davoser reformierten Kirche. Das war bereits ein Sprengsatz für das Recht in Davos. Wirtschaft muss den Menschen dienen. Also die Subjektstellung des Menschen in der Wirtschaft, das wird von dieser Soziallehre immer und immer wieder betont. Und zwar vor allem auch im Verhältnis zu den arbeitenden Menschen. Quadragesimano 1931 sagt, es sei eine Verkehrtheit, wenn das Kapital die Lohnarbeit in seinen Dienst nimmt. Eine Verkehrtheit. Um die Wirtschaft einseitig nach seinem, des Kapitals, Gesetz ablaufen zu lassen, ohne Rücksicht auf die Menschenwürde des Arbeiters, ohne Rücksicht auf den gesellschaftlichen Charakter der Wirtschaft. Gesellschaftlicher Charakter. Es gibt eine Gesellschaft, anders als Lady Thatcher meint. Eigentlich will Quadragesimo einer, ihr Verfasser war der Jesuit Nell Breuning, und er hat das ausgedeutscht, eigentlich will Quadragesimo einer sagen, Eigentum ist Herrschaft über Sachen, es darf aber nie Herrschaft über Personen werden. Die arbeitenden Menschen sind nicht weniger Subjekt der Wirtschaft als die Besitzenden von Produktionsmitteleigentum. Wenn heute darum Kapital mehr bedeutet als Arbeit, wenn die Maximierung der Gewinne mehr zählt als die Erhaltung von Arbeitsplätzen, wenn dadurch die Reichen immer reicher werden, dann übt das Kapital eine Herrschaft aus, die genau dieser Verkehrtheit entspricht, die gerade diese Mann verrückt. Und nun hat die Kirche, hat vor allem das Konzil und dann Johannes Paul II. Diesen Vorrang des Menschen vor der Wirtschaft, erst recht vor dem Profit, weiterentwickelt und sich gesagt, dieser Vorrang gilt nun aber auch gegenüber dem Kapital. Johannes Paul II. Hat in der bereits erwähnten Enzyklika Laborem Exercens gesagt, es sei eine Frage der Rangordnung der Werte, dass das Kapital der Arbeit diene und nicht die Arbeit dem Kapital. Also die Verhältnisse sind ganz und gar nicht so. In dieser Enzyklika findet sich der nach wie vor zitierfähige Satz, man darf die Produktionsmittel nicht gegen die Arbeit besitzen. Man darf sie auch nicht um des Besitzes willen besitzen, denn der einzige Grund, der ihren Besitz rechtfertigt, ist dieser, der Arbeit zu dienen. In der Konsequenz heißt es darum, übrigens schon der Mater et Magister auch, in Bezug auf die Arbeitsmigration, müsse der Grundsatz gelten, dass das Kapital die Arbeit suche und nicht die Arbeit das Kapital. Und wenn das bei uns genau umgekehrt ist, dann ist das sozialethisch pervers. Aber wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass kaum mehr jemand nun dies auch wirklich auf den Punkt bringt. Arbeit ist ein Wert und Kapital ist eine Sache, ist ein Mittel. Und darum muss das Mittel im Dienste der Arbeit als eines Wertes stehen und nicht umgekehrt. Arbeit, sagte das Konzil, ist unmittelbarer Ausfluss der Person, was Kapital nicht ist. Der Person, die den stofflichen Dingen ihren Stempel aufträgt, das ist schon beinahe marxistisch. Durch seine Arbeit erhält der Mensch sein unter seinem Leben, tritt im tätigen Verbund mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Das Unternehmen ist ein Verbund, ist eine Gemeinschaft in dieser Vorstellung.
So kann er praktische Nächstenliebe üben und seinen Beitrag zur Vollendung des Schöpfungswerkes Gottes bringen. Also Arbeit ist ein Beitrag, um die Schöpfung zu vollenden. Mindestens um sie zu bewahren, aber auch um sie zu vollenden. Es gibt ja viele Arbeiten, die nicht in diesem Sinne der Vollendung, sondern eher der Zerstörung der Schöpfung dienen. Das müsste man dann auch noch weiter thematisieren. Und die wirtschaftlichen Unternehmen sind ein Verbund von Personen, sprich, sie dürfen nicht im schweizerischen Gesellschaftsrecht Eigentumsobjekt des Kapitals sein. Das Unternehmen hat ja keine eigene Rechtspersönlichkeit. Es ist ein Sachinbegriff im Besitz der Seite des Kapitals, sei es ein privater Unternehmereigentümer oder eben, und dann wird es vor allem schockierend, eine Aktie, eine große Aktiengesellschaft. Und von daher, weil es ein Verbund von Personen ist, hat diese Soziallehre der katholischen Kirche sich immer auch für Mitbestimmung und Miteigentum eingesetzt. Und am weitesten ging einmal Paulus VI. In einem apostolischen Schreiben zum 80. Jahrestag von Rerum Novarum, wo er sagte, man müsse sich für eine fundamentale Demokratisierung der Wirtschaft einsetzen, damit immer mehr Menschen an der Vorbereitung von Entscheidungen, an den Entscheidungen selbst und an deren Ausführung beteiligt werden. Noch kurz etwas zum Recht auf Eigentum. Dieses Recht auf Eigentum hat nicht denselben Stellenwert wie das Recht auf Arbeit. Ganz im Gegensatz zu unseren wunderschönen Menschenrechtsdokumenten. In der Menschenrechtscharta der Europäischen Union gibt es nur das Recht auf Eigentum. Es gibt kein Recht auf Arbeit. Dieses verdunstet zum Recht, im Falle von Arbeitslosigkeit eine Beratung zu finden. Also, hingegen zentral für diese soziale ist dieses Recht auf Arbeit. Und das Privateigentum ist überhaupt kein absolutes Recht, sondern alle irdischen Güter in der Vorstellung dieser katholischen Soziallehre unterliegen einem gemeinen Nutzen, einer Gemeinwidmung für die gesamte Menschheit. Und dass das Ganze unterteilt wird in Eigentum, in privates Eigentum, hängt nur damit zusammen, dass diese Soziallehre sich die Vorstellung gemacht hat, nur auf diese Weise können diese irdischen Güter überhaupt gut verwaltet werden. Wenn nun aber, wie das heute der Fall ist, ein paar Milliardäre so viel Eigentum besitzen wie die Hälfte der Menschheit, die arme Hälfte der Menschheit, dann stimmt natürlich dieses Prinzip der Gemeinwidmung überhaupt nicht mehr. Und nun gibt es zwei interessante Konsequenzen daraus. Die eine Konsequenz ist in einem Fall gegeben wie im heutigen Griechenland. Nach der kirchlichen Soziallehre ist es nämlich, ich zitiere, zwar Centesimus Annus, eine Enzyklika, die zum 100. Tag von der Jahrestag von Rerum Novarum herausgekommen ist, ist es nicht erlaubt, eine Zahlung einzufordern oder zu beanspruchen, die zu politischen Maßnahmen zwingt, die ganze Völker in den Hunger und in die Verzweiflung treiben. Das ist die Situation, mindestens der Armen in Griechenland dürfte nie passieren. Und das andere, womöglich noch brisanter, die Kirche sagt, diese Armen und Ärmsten, die müssen nicht etwa verhungern. Die haben ein Recht auf Wohlstand. Das Konzil sagte, wer aber sich in äußerster Notlage befindet, hat das Recht, vom Reichtum anderer das Benötigte an sich zu nehmen. Man stelle sich das vor, 1 Milliarde Menschen hat dieses Recht, das Benötigte an sich zu nehmen.
man ist erstaunt, wie ruhig es ist auf der Welt, wenn man sich diesen sozialethischen Grundsatz vergegenwärtigt. Also man nannte das auch Mondrau oder Mondra. Übrigens auch in der evangelischen Kirche ist das anerkannt, sogar der stockkonservative Helmut Thielicke in seiner politischen Ethik vertritt diesen Mondra. Eine kleine Anekdote. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland auch ganze Landstriche, wo das Volk Hunger litt, auch nichts zum Heizen hatte im Winter. Und da ist der Kardinal Frings in Köln, Kölner Dom, auf die Kanzel gestiegen und hat gesagt, sie dürften das Benötigte von den alliierten Truppen wagen, also diesen Waggon mit den Vorräten, Heizmaterial, Nahrungsmittel, dürften sie das Benötigte an sich nehmen. Und siehe da, es gab einen Sturm auf diese Waggon der alliierten Truppen von diesen hunderten Menschen, die sich ermutigt fühlen durch Kardinal Frings. Dieser Mondraum ist dann in den Duden eingegangen und in dem Tätigkeitswort Fringsen. Also, das zu diesem Thema. Vorrang des Gemeinwohls vor dem Markt, das ist ja wohl selbstverständlich. Aber wenn man diesen Vorrang wiederherstellen will, dann heißt das, dass auch der Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft wiederhergestellt werden muss. Umso wichtiger, wenn diese Politik eine demokratische Politik ist. Und genau das wollen natürlich die Neoliberalen nicht. Ich habe den Strauber zitiert nach den Abstimmungen des Jahres 2004. Es geht übrigens noch weiter. Der Gerhard Schwarz hat 1992 in Prag einen Vortrag gehalten. Und damals dachte er, diese ehemals realsozialistischen Länder, die könnten vielleicht einen dritten Weg einschlagen. Und das geht nicht. Das deckt sich nicht mit dem neoliberalen Credo. Und dann hat er in Prag gesagt, man müsse Abschied nehmen von der bequemen These, Marktwirtschaft und Demokratie gehörten zusammen wie Zwillinge. Und er hat sagen und schreiben, Chiles Militärdiktatur unter General Pinochet als einen wirtschaftspolitischen Modellfall vorgetragen. Und diese ehemals realsozialistischen Länder sollten eher mit einer Diktatur diesen wirtschaftspolitischen Modellfall einführen, als sich auf das Abenteuer eines dritten Weges einzulassen, Demokratie hin oder her. Ja, das sind wirklich Fundamentalisten. Diese Soziallehre, ich will das nicht weiter ausführen, spricht auch von der Globalisierung des Gemeinwohls, von einer Weltautorität, die hier für Ausgleich, Gerechtigkeit und wirtschaftliche Entwicklung sorgt. Aber etwas will ich euch auch nicht vorenthalten zum Schluss. Die Frage, wie rezipiert eigentlich die katholische Kirche ihre eigene Doktrin? So gut, dass praktisch keine Kirchenmenschen eine Ahnung davon haben. Also diese Nichtrezeption ist in meinen Augen ein Skandal. Ich höre auch nie irgendwo eine Predigt, die irgend das noch thematisiert. Vielleicht nur zur Zeit des Fastenopfers werden ein paar sozialkritische Dinge gesagt. Aber das Bewusstsein einer systemkritischen eigenen Soziallehre ist wie nicht vorhanden, wird auch im Theologiestudium nicht irgendwie gepflegt, rein gar nicht. Also auch der katholischen Kirche, ich habe es bereits gesagt, ist ihre Basis abhanden gekommen. Quadragesimo Anno verurteilt eben nicht nur diesen ungehemmten Liberalismus, sondern auch den Sozialismus und sagt, religiöser Sozialismus ist ein Widerspruch in sich selbst, Artikel 120. Und niemand
kann Sozialist und gleichzeitig guter Katholik sein. 1920 gab es ein Petersmandat der Schweizer Bischöfe und da hieß es, wer zum Sozialismus sich bekennt, wer für die sozialistische Sache wirbt, Klammer agitiert, entbehrt die Voraussetzungen, die für den würdigen Empfang eines Sakramentes erforderlich sind. Und damit haben wir natürlich einen Teil der Basis, die ansprechbar gewesen wäre, für eine progressive Sozialethik sich entfremdet. Und dann in den 80er Jahren ging es so munter weiter mit der Theologie der Befreiung. Obwohl, das ist auch das Paradox, diese Johannes Paul II. Begriffe wie strukturelle Sünde oder Option für die Armen von der Theologie der Befreiung abgekupfert hat. Und gleichzeitig ließ er seinen Ratzinger sagen, das sei nichts anderes als verkappter Marxismus, ohne dass er überhaupt eine Ahnung hatte, was Marxismus ist. Aber Ratzinger hat heute noch Phantomschmerzen, er spricht in seinen Enzykliken immer noch über Marxismus, als ob das der große Feind für ihn geblieben wäre. Und ein letztes Problem hat auch wieder mit Ratzinger zu tun. Die Kirche setzt nun plötzlich wieder ganz andere Prioritäten, und zwar Prioritäten, dass katholische Politikerinnen und Politiker, und zwar unter dem Status Konfession, sich wehren müssen gegen die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, gegen Homo-Ehe, ja sogar gegen die modernen Scheidungsgesetze. Ratzinger hat 2002 als Chef der Glaubenskongregation eine lehrmäßige Note zu einigen Fragen über den Einsatz und das Verhalten der Katholiken im politischen Leben veröffentlicht, unterzeichnet vom damaligen Papst, wo genau das drin steht. Das ist dann der katholische Status Konfession, ist vor lauter Sorge um das Sittengesetz, tritt der Kampf um die Gerechtigkeit völlig in den Hintergrund. Denn das wird eben den Leuten, den Politikern, den Katholischen, nicht mit annähernd gleicher Schärfe eingebläut, dass sie sich für die Gerechtigkeit und den Frieden in der Welt einsetzen müssten, wie diese läppischen Dinge, die da immer noch hochgespielt werden, als ob das wirklich ein ernsthaftes Thema sein könnte, Schwangerschaftsabbruch möglichst zu kriminalisieren. Also zum Schluss, die Kirchen sind trotz allem die letzten noch halbwegs funktionierenden Internationalen. Mit ihrer Sozialethik könnten sie ethische Kompetenzzentren für all jene sein oder werden, die wie die Occupy-Bewegung oder die Weltsozialforen an die Möglichkeit einer anderen Welt glauben. Wir Christenmenschen müssten die Kirchen bei ihrem Wort nehmen oder dann, wenn das nichts nützt, selber Kirche sein, die gelegen oder ungelegen spricht und